Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 13.06.2021, 2022 und damit den Beginn der Verfallswoche. Die letzte vergangene Woche, ja, sieht dramatisch aus. Also von Bullen und man könnte meinen, die hat es nie gegeben. Die sind seit 10 Jahren ausgestorben und der DAX wird nur noch verprügelt und von Bären zerfressen. Den hat es jetzt hier ordentlich nach unten genagelt. Also auch wirklich ordentlich. Ne? Wir hatten sondern in der letzten Analyse uns ein bisschen angeguckt, diese 14.100, die eben angelaufen ist, hatten aber auch gesagt, er muss halt auch irgendwie ein bisschen was zeigen. Er sollte halt nicht einfach nur nach unten jetzt weiterfallen, weil er sonst im Zweifel, warte mal, wo war der Schluss vom Vortag? Hier oben, ne? Und gesagt, im Zweifel rotzt er sonst halt einfach durch, ne? Dann geht er hier auf die 69, dann die hat wenigstens ja ein bisschen reagiert, ne? Aber auch nicht wirklich. Und dann zack, runter 800. Dann haben wir schon geguckt, ob wir hier irgendwie was finden, noch was dazwischen ist vor der 700, was noch so aussehen könnte, wie als ob da noch was nach oben zu drehen geht. Und war nicht. Ne? Also der hat sich hier komplett bis nach unten durchgelegt und Tageschart ist ein Pullback abgeschlossen. Das heißt, es ist vielleicht sogar interessanter auf Tagesebene zu gucken. Dort haben wir jetzt die Trendlinie unten angeschlagen. Einmal einen Tipp drauf gemacht. Den Abwärtstrend, den wir zuvor gebrochen haben, haben wir jetzt per Pullback einmal abgeholt. Und Pullback hat natürlich immer eine gewisse Reaktionschance. Aber hier können wir eigentlich das kurz machen. Wir können genauso rangehen wie an den Vortag. Man hat hier mit Longs nichts zu suchen, bevor dann nicht irgendwie Signale kommen halt. Ne? Wenn der dann weiter runter tigert und hier noch draufläuft, hat man eher noch das Risiko, dass er beschleunigt sogar noch eine Bewegung halt. Ne? Also eine Trendbeschleunigung, die kommt immer hinten erst. Die kommt nicht am Trendanfang. Die kommt immer hinten erst. Und ich sag mal, wenn so ein minus 500-Punkte-Tag hier irgendwo drin steht, dann steht die Nudel halt auch hier unten bei 13.200 und umso ausgeprägter, dynamischer und überraschender der Trend gekommen ist, umso möglicher ist das. Ja, so dass man schon sagen müsste, wenn der DAX zum Montag einfach weiter verprügelt wird, wird es nicht leichter, wieder umzudrehen. Ne? Das heißt, es kann sein, dass wir dann auf die 13.700 schon aufsetzen, geht er dort noch durch, dann kommt hier diese alte, ich sag mal, eine kleine Volumenzone, die er hier in dem Bereich um 13.500 ausbilden konnte. Wenn aber auch das nicht hält, ja mein Gott, dann 13.200. Das ist dann das Nächste, was dann großartig kommt. Ne? Also nicht denken, man könne jetzt hier einfach mal irgendwie was schnell probieren und das Risiko völlig außer Acht lassen. Das sollte man sich. Man sollte aufpassen, dass man mit seinen Positionen nicht zu lang gegen den Trend steht. Aber das kennt er von mir, das kennt er ausführlich. Da haben wir schon viele Videos immer wieder als Vorbereitung auch hoch zu immer wieder genommen, um ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wenn es nicht für einen läuft, dann einfach Reißleine ziehen, rausgehen, Stecker ziehen. Um hochzukommen, tja, wo haben wir jetzt die interessanten Punkte? Also wir haben bei 500 einen interessanten Punkt. Ich würde das jetzt einfach mal hier hinsetzen. Wir haben aber auch da, wo er war. Es ist schade, dass man es auf der Ebene jetzt hier nicht sieht. Ich würde mal mogeln. Ich mach mal was. Die ist schon wichtig. Das ist, ich würde es nicht ignorieren, aber sie ist auf der Zeiteinheit nicht zu sehen. Wir holen uns die mal kurz runter. In die andere Zeiteinheit. Wartet mal. Holen die Linie jetzt hier mal runter. Auf die andere Zeiteinheit. Sag mal, die zeigst du mir bitte auch auf Stundensicht an. Gehen wir runter in die 2-Stunden-Linie. Gucken uns die ein bisschen genauer an. Stellen fest, da waren wir dran. Und können hier jetzt so für die Analyse das nochmal mitnehmen und können quasi hier nochmal einen Pfeil dran setzen. Lass mir sagen, der Bereich ist durchaus reaktiv, kann gut nach oben ziehen, muss aber eben auch kommen. Das wäre eine schöne Zone oder ich sag mal, wenn er hier komplett durchsegelt und auch die 500 nicht annimmt, dann 13.200, 13.200. Ja, aber da kannst du wirklich schon auf Sicht fahren. Bringt auch nichts, wenn ich euch da jetzt irgendwie mehr Ziele raussuche oder irgendwas noch zurecht oder schmackhaft rede. Im Zweifel gucken, wenn da nichts Grünes kommt, dann brauche ich keinen Long probieren. Dann ist das Short, dann geht er weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Das ist dann nicht ganz so schwer zu handeln. Man muss halt, darf sich selber nicht im Weg stehen. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was einem passieren kann. Und ich sag mal, man darf auch nicht aufpassen, das haben wir auch für den Freitag schon besprochen, ne, diese Konterchance, darf man jetzt, muss man wirklich aufpassen, dass man, wenn da viel Grün kommt, dann nicht anfängt, Short zu suchen. Ne, das haben wir für den Freitag schon erklärt, das ist nicht eingetreten, er ist ja direkt nach unten durchgespuckt. Aber das gilt für den Montag genauso, wenn der anfängt, nach oben zu ziehen, der hat jetzt drei
Korrekturtage nach unten komplett. Der wird sich einen ganzen zwei oder vielleicht sogar drei Erholungstage dann gönnen. Das heißt, passt da unheimlich auf, wenn er nach oben arbeitet, dass ihr da nicht short arbeitet, genauso wie ihr aufpassen müsst, dass wenn er nach unten arbeitet, ihr nicht auf der Long-Seite agiert, also mit der Bewegung gehen, mit dem Markt gehen. Das ist hier wichtig. Erholungsziel von unten 69, wäre erste Station. 14.100, eine zweite, 14.270, die dritte. Und damit können wir es nach oben auch eng machen. Also wenn dann die Erholung geht, wenn ihm der Pullback auf die Linie hier reicht, ja, dann 13.69, erster Anlaufpunkt, dann 14.100, 14.270. Dafür möchte ich aber klar grüne Kerzen sehen. Ich möchte eine schöne grüne Xetra-Öffnungskerze sehen. Ich möchte sehen, dass der nach 39 neue Tageshochs bringt. Das darf er auch erst 10 Uhr, das darf er 11 Uhr machen. Selbst 12 Uhr wäre das okay. Aber ich möchte sehen, dass neue Tageshoch kommen und dass er sich höhere Hochs und höhere Tiefs ausbaut. Dann kann man versuchen, in der Erholung reinzulongen. Und mitzugehen auf die Ziele eben hin, hier 13.69, 14.1, 14.270. Solange das aber nicht ist und er hier einfach nur weiter runterrotzt, lasst machen. Nicht versuchen, mit euren Positionen den Markt zu drehen. Das gelingt nicht. Das gelingt nicht. Da macht er eher das Portemonnaie kaputt, als dass er drauf hört. Ja, gut. Und mehr brauche ich euch nicht sagen hier. Punkt, das ist es. Ja, von daher machen wir hier aus. Wünsche euch viel Erfolg am Montag. Bleibt vernünftig. Das ist eigentlich der beste Ratschlag, den ich euch geben kann. Bleibt einfach vernünftig. Und wer merkt, der ist nicht vernünftig und er macht Quatsch da gerade, der handelt bitte halt einfach nicht. Und dann ist das Thema auch schon erledigt. Ja. Punkt. Also, macht was draus. Ich wünsche euch was. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.